So, und schon geht weiter. Ich hoffe, ohne Tonverschiebung. Gut, das müssen wir jetzt nochmal hier ein bisschen bearbeiten. Sehr schön. So, und wenn wir das wirklich wollen, können wir das irgendwann auch noch mal schicker austauschen. Aber im Moment reicht das. Sieht man ja nachher eh nicht. Ich sage auch immer auf jeden Fall das nicht ordentlich machen, was man nicht sehen kann. Das ist ein weiser Spruch. So, jetzt holen wir mal direkt ein paar Eimerchen. So. Eimerchen. Wo haben wir Eimer? Irgendwo in Kiste. Noch ein Stück vom Booster. So, eigentlich müssten die ja hier, genau. Wo haben wir Wasser? Nirgendwo mehr. Wir müssen Wasser von draußen holen. Das ist auch sehr nervig. Wir machen uns hier gleich eine unendliche Wasserquelle. Schnell und schmerzlos. Okay, das ist ein seelischer Tritt. Das hier Monster spawnen. Nein. Böse. So. Einmal runter wieder. Wo war das denn? Da. Ich vergesse das in meiner eigenen Basis. Wo ich hin muss. So, das sieht auch ganz schön aus. Finde ich ganz ordentlich. Das hier könnte man natürlich noch durch Treppen ersetzen. Das sieht dann vielleicht noch ein bisschen abgerundeter aus. Aber im Moment sollte es eigentlich reichen. Mein Spruch. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Der ist runtergesprungen, die Spinne. Von der Mauer. Die müsste eigentlich so gut wie tot sein. So, das haben wir. Eimer sind immer noch gefüllt. Ich glaube, das reicht sogar, die eine Bahn. Da brauchen wir gar nichts mehr dran ändern. Wir machen jetzt nur noch einen auf den hier. Damit da nichts an Sachen nachher reinfällt, die wir ernten. So. Und damit wir keine... Obwohl, wir können auch Sticky Pistons machen, dann sieht es ordentlicher aus. Dann ersetzen wir jetzt hier noch... Das hier... durch noch gar nichts, weil wir noch nichts machen können. Da haben wir auch noch welche vorne, dann platzieren wir die mal ganz kurz hier. So. Und ganz wichtig, die Schleusen zur Mitte.
Genau so soll das sein. Genau so und nicht anders, meine lieben Freunde. So, einmal bei den Fackeln. So. 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 Das reicht. Wie machen wir es denn nun? Oder was machen wir jetzt noch? Na? Pistons. Ich habe keine Ahnung, wie die Dinger funktionierten. Obwohl, ich glaube doch. Cobblestone brauchen wir. Stone. Vier Stück. Dann holen wir uns nochmal vier normale Stacks. An Holz. So. Packen erstmal hier die Eimer weg. Und jetzt brauchen wir noch Eisen. Oh ey, wenn das jetzt klappt, so nach Gefühl noch von früher, dann bin ich gut. Slimes. Redstone Eisen. Naja. (lacht) 21 Stück. So, und daraus jetzt noch Sticky Pistons. Die waren ja früher sehr selten. Anhand der wenigen Slime Balls, die man bekam. Aber das hat sich ja Gott sei Dank geändert. Weil die jetzt ja halt auch in Sümpfen spawnen. So, wir haben jetzt klebrige Kolben. Und wir brauchen noch so 1, 2, 20, 40 Repeater. Na okay, ganz so viele vielleicht doch nicht. Aber ein paar. So. Wie ging Repeater? Wir brauchten zuerst ein paar Redstone-Fackeln. Dann so. Und war das dann so? Oder andersrum? Nee. War es Cleanstone, was wir brauchten? So. Jo, passt. Jetzt mal den Dreck wieder zurücklegen. So. Jetzt den alles auswählen. Und wieder Eimer mitnehmen. Vier reichen. So. Jetzt müssen wir hier mal geschickt platzieren. Das ist vielleicht nicht ganz einfach. Aber ganz schwer nur auch wieder nicht. So ein Mittelding. Und zwar gehen wir jetzt hier unter. Das da. Wie machen wir das denn? Das müsste so richtig sein. Machen wir so.
Perfekt. Und jetzt gehen wir mal hoch da. Und jetzt machen wir natürlich Folgendes. Wir legen die Sticky Pistons da rein. So. Jetzt so. Die Redstone-Verbindung. Das machen wir noch schnell und dann würde ich sagen, war es das auch für den Part. Wie machen wir das denn? Am besten unterirdisch. Dass das hier irgendwo wieder rauskommt, direkt vorne an oder so. Okay, das war ein zu niedrig. So, hier wird gleich unser Redstone-Signal langlaufen. Das ist einfach die beste Methode. Und die am ressourcensparendste. So. Ich weiß jetzt nicht. Muss man... Ich glaube, das reicht doch eigentlich auch jeder zweite, oder? Und dann einfach so verbinden. Oder nicht? So, machen wir das mal so. Gucken, ob das funktioniert. Müsste ja eigentlich, ist ja jetzt alles verbunden. So, das geht zu einem. Dann machen wir den mal kürzer. So. Dann haben wir hier. Nachher nehme ich noch etwas Platz. Für den Verstärker. Ne, warte mal, den Verstärker setzen wir hier ein rein. Sollte eigentlich reichen vom Platz her. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, das passt. Muss gehen. So, dann machen wir es hier mal genauso. Obwohl. Hier können wir das auch eigentlich so machen. Weil hier ist ja jeder schon verbunden. Machen wir einfach einmal hier drüben. Zack. Und das passt. Müsste eigentlich reichen. Das ist falsch rum. Der muss so. So, und wir haben jetzt hier... Ne, wir machen das doch anders. Den nehmen wir weg. Den. Den. So, jetzt sparen wir uns Repeater und können die nachher nochmal da hinten hinsetzen, falls das Signal nicht lang genug ist. So, das wird heute mal wieder ein sehr langer Part. Eigentlich wollte ich solche langen Parts gar nicht mehr machen, weil man die im Regelfall eh nur 5 Minuten anguckt. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Vier, fünf,
Ja, und dann lösen wir es eben jetzt notgedrungen. Erstmal mit der Druckplatte. Geht das überhaupt? Jo, das funktioniert. Sowas von gut. Schön, haben wir denn geschafft. Das finde ich toll. Dann können wir auch gleich den Part beenden. Eine Sache fehlt aber noch. Da hat keiner mehr dran gedacht von euch hier. Nämlich das Wasser. Ohne das Wasser bringt uns das hinten gar nichts. So, das Wasser wird jetzt hier eingefüllt. So ungefähr. Und ihr seht, das läuft auch schön gleichmäßig. Ja, okay, eins zu weit. Aber das können wir mit Schildern ausbessern. So, bitte einmal schließen. Ja, toll. Ich glaube, ein Switch ist doch das Bessere. Ja, und zwar um einiges. So, wir nehmen jetzt nochmal die Eckpunkte raus. Und damit machen wir uns jetzt hier schnell mal provisorisch. Eine... unendlich Wasserquelle. Nee, Mann. Ich werde den Part splitten. Das ist definitiv zu lang hier. 30 Minuten. So, einmal den Steinziegel und fertig. Einmal testen. So. Nee, falsch. Das muss hier sein. Da kommt jetzt nämlich kein Wasser mehr durch. So. So. 30 Stück. Brauchen wir zwar im Moment überhaupt nicht. Aber naja, dann haben wir wenigstens was. Den kann man hier nicht noch setzen. Schade. Machen wir es so. Oh. So, dann testen wir mal, ob das funktioniert. Bitte, Wasser, bleib hier vorne stehen und lauf nicht ganz runter. So wie eben. Jo, spitze. Spitze. Sehr schön. Tja, Leute, würde ich sagen, das Ding ist fertig. Das innerhalb von zwei Parts. Sehr schöne Leistung. Automatische Erntemaschine. Na gut, Leute, ich würde sagen, das war es erstmal für den Part. Der ist ja ziemlich lang geworden. Ihr könnt ja mal Kommentar schreiben, wie findet ihr das? So rein optisch. Ich weiß, die Schilder. Muss nicht unbedingt. Ich weiß. Aber im Moment ist das halt die beste Lösung dafür. Ansonsten können wir das ja später irgendwie nochmal ändern. Aber ich glaube, das tut nicht Not. Das sollte so gehen. Oder wir machen hier nachher noch eine Stone Slab Reihe rüber.
Aber das ist erstmal unwichtig. Ich würde sagen, das war es erstmal für diesen langen Part, beziehungsweise für diese zwei Parts. Ich werde das nämlich splitten. Ich selbst habe das jetzt in einem Zug durch aufgenommen. Das wird aber nicht wieder passieren. Das war einfach aus Versehen. Na gut, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Lasst doch ein Like da. Wenn ihr es nicht getan habt, noch ein Abo. Würde mich sehr freuen. Schreibt Kommentare, eure Ideen vielleicht noch dazu für Kakaofarm, Schilf, also hier Zuckerrohr, alles. Wir brauchen alles. Melonen habe ich schon die Idee, das kennt ihr noch von meinem letzten Let's Play. Aber jetzt erstmal allgemeine Idee, vielleicht für Kakaofarm oder so. Vielleicht dieselbe Möglichkeit, vielleicht machen wir es genauso wie hier, halt nur links und rechts. Na gut, so viel dazu. Ich verabschiede mich. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.